Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. 53,09. Was das zu bedeuten hat, erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. Das ist der Wirkungsgrad eines Dieselmotors, aber nicht irgendeines, sondern des Weltrekordmotors mit 53,09 Wirkungsgrad. Von Weichei. Von Weichei aus China. Weichei, also AI. Wir sagen, aber auch mit EI würden wir Weichei sagen. Zu Deutsch, so. Weichei. Genau. Genau. Das sind aber keine Weicheier. Nein, überhaupt nicht. Das sind ganz schlaue Leute, die haben damit einen Rekord aufgestellt. Weil der klassische Wirkungsgrad von Dieselmotoren weit unter 50% liegt. Genau. Und seien wir doch mal ehrlich, wer von euch hätte schon gewusst, dass ein guter Wirkungsgrad eines Dieselmotors 53% ist oder der Weltrekord? Ne? Ja. Das Normale, was wir so durch die Gegend schuppeln, ist hier so unter 40. Ja. 37 ist der Schnitt. Ja. Also schon mal eine ganz andere Nummer. Ja. Also damit sparen die natürlich Schadstoffe ein und so weiter im Vergleich können die Volksrepublik 31 Millionen Tonnen Treibstoff damit einsparen. Ja, und also das ist 31 Millionen. Ja, brechen wir das doch mal runter und nehmen einmal unsere eigenen LKWs und dann hat ein Truck mit einer jährlichen Fahrleistung von 250.000 Kilometern, der könnte 12.000 Liter Diesel einsparen. Ja, ja. Pro Jahr. Und das sind eben tolle technische Ingenieursleistungen aus China, die sicherlich auch in die ganze Welt überschwappen. Ist auch richtig so. Und 97 Millionen Tonnen können damit auch CO2-Emissionen gesenkt werden. Also low-hanging fruits wieder mal. Ja, man könnte auch sagen, diese ganze Diskussion mit Wasserstoff und E-Fuel, E-Autos und so weiter und so fort, hat die Ingenieure weltweit und in diesem Fall China dazu bewogen, auch über die herkömmlichen Motoren noch mal ganz genau nachzudenken. Ja. Und wenn man uns fragt, wir werden ja nicht gefragt, aber wir sagen es trotzdem, ist das die Lösung, bevor wir uns für eine 500.000 Wasserstoff-Lkw kaufen? Es ist auf alle Fälle eine Lösung, Axel, und darüber sind wir uns einig. Aber das ist ja bei den All-Electric-Games, wie die sich so schön nennen, ist es natürlich keine Lösung. Aber wenn man aus dem Diesel maximal was rausholen kann, es bleibt dabei, der Diesel muss trotzdem, das Mineralöl muss aus der Erde geholt werden. Aber wenn man sich jetzt auch noch um andere Kraftstoffe, also HVO 100 oder irgendwelche anderen kümmert, dann könnte das durchaus eine Lösung sein, eine Übergangs- und Brückentechnologie, bis wir dann irgendwann mal so weit sind und uns anders fortbewegen können. Ja. Aber ich glaube, den Diesel allgemein zu verteufeln, waren wir ja nie dafür. Nein. Und wenn er dann jetzt auch noch so effektiv gestaltet werden kann, umso besser. Denn wenn ich das vergleiche, den Dieselmotor, oder wenn wir diesen Vergleich eines Elektroautos mit einem Dieselauto, da muss es ja, glaube ich, immer so ein Elektroauto 200.000 Kilometer fahren, damit er dieselbe Umweltbilanz hat. Das haben Sie jetzt mal erkannt. Wenn wir aber jetzt 53 aus 37 machen, wie viel 100.000 Kilometer muss ich dann mit dem E-Auto fahren, um auf dieselbe Bilanz zu kommen? Also das eine ist natürlich immer schön und das sind auch Träume, die sind auch, da sollten wir uns auch durchaus drum kümmern und das sollte auch weiterentwickelt werden. Aber wenn wir jetzt schon gleich was tun können für die Umwelt, warum nicht gleich was tun? Das ist relativ einfach umzusetzen. Ich glaube, Weichei, davon werden wir noch viel hören. Wir werden von den Chinesen allgemein was hören, nämlich die haben wieder eine Abwrackprämie. Genau. Also jetzt sind wir bei E-Autos und die haben gesagt, wenn ihr euer altes Auto abwrackt, oder wie heißt das? Ja. Abwrackt, dann kriegt ihr eine Prämie, umgerechnet 1315 Euro. Finde ich jetzt nicht so viel. Naja, in China ist ja auch so ein Auto nicht so teuer. Genau, so ein Auto kostet 22.000 Euro. Ja. Aber weiß ich, kann mir vorstellen, dass es in China auch noch extra Rabatte gibt für Chinesen. Ja. Also dann gibt es nochmal 900 Euro für den Neukauf und so kommt das eins zum anderen. Und dann hat man sich in China vorgenommen, die E-Autos ein bisschen zu fördern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das gilt erstmal bis, glaube ich, 10. Januar 2025. Genau. So lange versucht man das. Genau. Und die Analysten gehen davon aus, dass die Maßnahme einen zusätzlichen Absatz von 400.000 bis 800.000 E-Autos mit sich bringt. Ja. Ein bisschen was hat es ja auch in Deutschland gebracht. Ich glaube, wir hatten 2011, konnten wir unsere Benziner zurückgeben. Ab 2013, glaube ich,
mit zugelassenen Autos, die durften dann auch nochmal abgewrackt werden. Das ist aber Mitte Dezember 2023, wurden die ganzen Förderungen, glaube ich, zu ad acta gelegt. Das mit dem Abwrackprämie schon viel früher. Die Chinesen sind da mal hinter uns. Das ist ja auch mal was wert. Wir sind mal mit irgendwas schon durch, da fangen die Chinesen erst mit an. Aber auch das sollte uns zu denken geben. Noch zwei Fakten. Plug-in-Hybride, da rechnen die mit einem zusätzlichen Absatz von 600 bis 1000 bis 1,2 Millionen. So, und das, ich wollte schon sagen, das Geile, das sagt man nicht, das Witzige finde ich, die Autos, die sie abwracken, die können die Erstzulassung aus 2011 haben. Da holst du noch so einen alten Trabi aus der Garage und kriegst für den noch 1000 dran. Ne? Also 2011 ist schon ein altes Auto. Also ich habe neulich durch Zufall mal gelesen, wie alt die Autos im Schnitt sind. Und man wundert sich, auch in Deutschland ist, glaube ich, das durchschnittliche Autoalter, glaube ich, irgendwie was bei 10 Jahren. Und in Andalusien habe ich neulich mal was gelesen, da ist das durchschnittliche Auto, glaube ich, 15 Jahre alt. Also das, was die Chinesen da machen, ist durchaus interessant, weil da ist in Europa noch ganz weit hinterher. Und jetzt, wenn du dem Andalusier sein Auto wegnimmst von Baujahr 2011, dann sagt er, das ist doch noch nagelneu. Ja, der hat doch wahrscheinlich so einen alten Strich 8er, der sucht wie ein Kätzchen. Ja, ne? Ja, natürlich, klar. Und ist ja auch nichts gegen zu sagen. Ja. Das ist ja auch eine Art des Umweltschutzes, wenn man solche Sachen, die jetzt nun mal produziert sind, möglichst lange fährt, solange sie dann nicht irgendwelche ganz wilden Sachen hinten aus dem Auspuff schleudern. Ne? Ja, aber die wilden Sachen hinten aus dem Auspuff, Stichwort Diesel, da könnte man ja auch von jetzt auf gleich auf HVO 100 umsteigen, theoretisch. Oder das auch würde dann schon mal 80% relativieren. Ja. Aber wir kommen ins Grübeln. Wir wollten euch über China berichten. Das haben wir gemacht. Sehr interessant. Wir wissen, was Weichei ist, Axel. Genau. Und wir wissen 53,09. Wirkungsgrad. Bleibt dran. Gute Fahrt. Gute Fahrt.